So, und da sind wir wieder zu einer neuen Folge Bioshock Infinity. Ich weiß nicht, ob man es merkt, vielleicht ein kleines bisschen. Ich habe versehentlich vergessen, die Folge, den Speicherstand zu speichern, den Spielstand zu speichern. Und musste jetzt gerade hier nochmal herlaufen, bin das jetzt einfach kurz durchgefetzt, ohne wirklich was aufzusammeln. Ich habe aber was rausgefunden, das kann ich jetzt euch leider nicht mehr zeigen. Bei dem Shop am Anfang konnte man bei dem, bei der Kraft, dass man eben die Maschinen kontrollieren kann, konnte man 50 was kaufen, dass man Menschen auch kontrollieren kann. Das werde ich euch bei der nächsten Gelegenheit mal zeigen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so gemacht habe, oder besser gesagt, dass ich es davor nicht gefunden habe. Jetzt habe ich es und ich würde sagen, neuer Bereich. Juhu! Weiter geht's mit der Story. Und ich habe schon wieder Gänsehaut, ey. Blue Ribbon, Ribbon, No Bullet Rotos, Vegetables. Ups. Das war Aluhol. Aluhol, nix gut. Okay, dann gucken wir uns die mal an. Es ist schade, dass die immer so kurz sind. Juhu, Erfolg! Der sieht ein bisschen aus wie auf Drogen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Schild-Upgrade. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Zieht doch durch. Oh ja, mein Bereich. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Mir gefällt das gar nicht. Der Haken muss man.
magnetisch sein. Irgendwie geil, aber auch irgendwie ein bisschen gruselig. Mich hier einfach so, Alter.
Prophet hat diesen Tag vorhergesehen und ist vorbereitet. Nicht Panik ist das Gebot der Stunde, sondern beten. So sehr ich für ihre Sache und ihre Leute bin, es darf kein Blut fließen. Das ist er. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Okay, also weiter. Entschuldigung, dass ich so in mich versunken bin. Aber es nimmt halt einfach ganz nett mit und dann ist man halt auch ganz schnell. Was ist los mit mir? Bims. Feuer frei! Leg dich um! Hab dich. Der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln?
Comstock kam bei Tagesanbruch an meinem Wagen vorbei. Er war ganz gebannt vom Anblick meiner Skalptrophäen. Er fragte, von wem die Weißen seien. Ich sagte, nun, Sir, wenn ihr wild im Urwald haust und es mit den Wilden treibt, warum Haare spalten? Kein Lächeln. Entweder er hat noch nie erlebt, dass einer es wie die Indianer macht, oder er hat es zu oft erlebt. Jedenfalls, jetzt soll ich Daisy Fitzroy für ihn jagen. Hoffentlich erwartet er nicht, dass ich sie ihm ausgestopft an die Wand hänge. Muss es ja immer so wolkig oder neblig sein. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist ein Nerv. Es wird jetzt... Das hier. Also gesund sieht das hier nicht aus, definitiv nicht. Was geht denn hier ab, Mann? Und so führte uns der Prophet nach Peking und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus... Ich seh... So! Ah, das hab ich nur getan. Deckung!
Aber der große Typ ist noch nicht da. Neues Schild. Okay. Erhöht die maximale Gesundheit. Erhöht Schild. Erhöht Salze. Ich würde das Schild mal nehmen. Perfekt. Perfekt. Wovon hat der große Befreier die Neger denn befreit? Von seinem täglichen Brot. Vom Adel ehrlicher Arbeit. Von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten. Von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkten. Dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Die spinnen doch alle. Nach 1 Uhr heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringend, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Ja, du mich auch. Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir 3 Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Heilige Scheiße. I don't wanna die. Really? Irgendeine neue Kraft? Teuflisches zeigt das.
summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Digga, das ist doch abartig. Jo, wir haben es mal wieder geschafft. Entschuldigung. Eine weitere Folge von Bioshock Infinity kommt dann die nächsten Tage. Ja, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich bin überamused über das, was wir jetzt Neues haben. Mit den Raben, das ist echt abartig. Und ja, ich glaube, wir werden viel Spaß damit haben. Und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß dabei zuzuschauen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und ein... Und noch einen schönen Abend oder schönen Tag oder je nachdem, wann ihr das anschaut. Viel Glück. Ciao.